Herzlich willkommen zurück bei Outlast. Ich habe Angst, jetzt schon. Und ja, es ist letzte Woche rausgefallen, habt ihr sicherlich mitgekriegt. Einfach weil es so unfassbar warm ist und ich momentan einfach da nicht so die Motivation zu hatte, sagen wir es mal so. Einfach weil es bei der Hitze echt unmenschlich ist. Was ist das denn da für ein Effekt in der Tür? Aber ich erinnere mich, wir waren beim... Ist das der? Nee, das ist etwas anderes, was da leuchtet. Holy shit. Ich hab grad gedacht, der guckt mich straight an. Okay, einen Moment. Ich muss mal ganz kurz meine Jalousie runtermachen. So, erstens habe ich nichts gesehen. Was ist das da für ein Lag oder Bug? Und zweitens kommt da natürlich auch keine Stimmung auf. Jetzt ist hier dunkel, jetzt geht er ab. Da durch? Fuck, da kann ich durch. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden oder schlecht finden soll. Ich meine, ich weiß, dass irgendwo der Kreissägenmann ist. Der Kannibale vom Dienst. Und ich bin da seit nach 3 Sekunden hier spielen schon wieder angespannt des Todes. Nein, nicht verstecken. Du sollst die scheiß Batterie nehmen. Puh, okay. Was sind das für Sounds? Der. Die Sounds haben mich echt vorgewarnt. Sonst hätte ich mich hier nicht drin versteckt. Der kam mir einfach mal instant vorbei. Ah! Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Okay, der hat sich gedacht, jo, ich warte mal auf den. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, der ist nicht schneller als ich. Hier scheint hier aber richtig zu sein. Scheint hier falsch zu sein, ich wusste es. Hä? Ich bin im Kreis gelaufen, glaube ich. Oder? Okay, was ist der... Ah, was, warum ist der denn da? Oh Gott. Okay. Was ist der Sinn hier? Wo muss ich hin? Sind hier irgendwo Schränke? Der Wichser. Der Wichser, der Wichser. Er ist hinter mir. Oder? Wo ist er? Ich höre ihn. Er ist da. Oh nein. Alter, als ob der mich die ganze Zeit chase. Wo muss ich denn hin? Check ich jetzt gerade nicht. Aber gut. Wir haben ja noch ein bisschen hier. Wir laufen unsere Runden. Ich drehe hier schon seit Stunden hier so meine Runden. Da kann... Warum nicht? Ah, nein, da ist er. Aua, 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 aua. Oh Gott, ich dachte, ich hätte ihn kurz abgehängt. Kann ich da hochspringen vielleicht? Oder... Also es sah zumindest so aus. Wo geht's denn hier hin eigentlich? Wow, in der Sackgasse. Ist er da? Ich glaube, er hat das gesehen. Nicht. Hat er nicht? Puh, Alter, ficken, ey. Ich hasse dieses Spiel, Mann. Ich hasse es so sehr. Aber es macht halt auch Spaß gleichzeitig, ne? Das ist das... Das ist das Seltsame bei Outlast. Okay, ich trau mich. Hier ist nix, oder? Doch, eine Batterie. Ja, die nehme ich doch. Aber sonst ist hier nix. Ach, fick dich. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Ah. Warum ist der denn immer da? Der Typ ist richtig spitadet im Kopf. Also ich vermute, ich muss da hoch, oder? Aber das ging irgendwie nicht. Hier geht's noch lang. Ja, okay. Oh, ist der eklig, der Typ. Hätte ich mir denken können, dass er das checkt. Hier ist halt auch nur ein Zimmer. Ich probier's nochmal da hinten mit dem Spind. Das ist das, wo ich herkam, ne? Oh, wow. Okay, hat er auch gesehen? Spasti, Alter, du Spasti. Okay, er hat mich gekillt. Wo muss ich denn da hin? Ach, fick dich doch. Arschloch, ey. Oh, ich hasse es, verfolgt zu werden. Das ist eine Urangst, glaube ich. Ach, okay. Ganz ruhig bleiben und das jetzt einfach hinkriegen. Ich zisch jetzt gleich noch wieder ganz schnell hier zur Seite. Das hat eben auch gut funktioniert. War hier die Batterie? Nee, hier war die nicht. Oh oh, er kann mich smellen, er kann mich smellen. Nicht gut, nicht gut. Ist hier irgendwo ein Lüftungsschacht in einem der Räume? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, ich muss einfach probieren, da hinten hinzuschleichen. Ich weiß... Das hat er letztes Mal nicht gemacht. Hi. Immer noch deine Unterhose an, nicht so wie Dr. Traeger oder wie die hieß. Oder Wernicke. Nee, Traeger war es, glaube ich. So, ich gehe jetzt ganz schnell wieder runter, weil er kam letztes Mal ja auch wieder vorbei patrouilliert. Und dann gucke ich, wo er dann hinläuft, so. Das ist mein Plan gerade.
Und versuche dann sneaky bis dahin zu kommen, weil ich glaube, wenn ich dahin in Panik bin, dann komme ich da nicht hoch. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob man das muss, aber ich vermute es einfach mal. Hey, letztes Mal ist er da instant zurückgekommen. Wo ist der Typ jetzt? Komm, mach nochmal deine Säge an, Kollege. Bitte dich. Komm, ich will wenigstens wissen, wo er ungefähr ist. Okay, das klingt ein bisschen weiter weg, ehrlich gesagt. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ich werde gleich wieder schreien, glaube ich. Keine Ahnung, wo er ist. Oh Gott, nein. Warum? Der jumpscared einen so hart immer, der Typ, ne? Ich hasse ihn. Oh, fuck you. Oh Gott. Hä? Hier war ich noch nie, oder? Hier ist richtig. Ne, hier ist falsch. Alter, ich muss hier safe hoch. Junge, jetzt geh da hoch, du Spast. Der will das nicht, der macht das nicht. Das muss doch der richtige Weg sein, oder? Den anderen sehe ich hier gerade echt nicht. Ah, lol, einfach hier, okay. Ich habe immer die ganze Zeit versucht, hier an diesen komischen Leinen da hochzuspringen. Dieser scheiß Jumpscare-Kannibale geht mir mega auf den Sack, ne? Oh, nö. Och, nö. Können wir den nicht einfach abmurksen und gut ist? Ist die Tür zu? Oh, oh, ich höre ihn. Wer, er bricht hier durch, ne? Sind irgendwelche Batterien oder sowas? Sieht nicht danach aus. Fuck, 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 fuck. Ich hab mein Achievement gekriegt. Geile Sache. Gelange zum Funken. Oh Gott, der kommt doch da gleich raus, oder? Warte mal. Jetzt gehe ich aber doch straight dahin, wo er war. Ja, geil. Ich muss zurückkommen, quasi. Alter, diese. Ist der hier? Okay, er ist da gerade durchgegangen. Ich glaube, er patrouilliert jetzt genau so, dass ich mich theoretisch an ihm hinten vorbeischleichen könnte. Theoretisch, ja. Betonung liegt auf sehr theoretisch. Alter, mein Herz tut schon wieder weh, ne? Das ist der Hammer. Wo bist du? Wo ist er? Wo ist er? Ich höre ihn laufen. Okay, die Frage hat sich gerade erübrigt. Hau einfach ab, Junge. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Wie hat er mich denn jetzt gesehen? Nein. Oh, da ist das, da ist das, da ist das. Komm, komm, komm. Okay, 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 okay. Heilige Scheiße. Und jetzt? Ich bin völlig verloren. Batterie. Hier war ich anscheinend noch nie, okay. Bitte lass doch einfach. War ich da eben? Könnte sein. Lass doch einfach den scheiß Kannibalen weg sein, bitte. Warum denn, ey? Oh, es ist so ein scheiß Nervenspiel. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, ich weiß, wo wir sind. Hier sind die Öfen, oder? Oder nicht? Oh, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass da letztes Mal hier das Gas war, wo wir nicht durchkamen. Da müssen wir jetzt hin. Oh ja, der hat, den hat's zerrissen. Oh, what the fuck? Eine richtige Ladesequenz? Oh nein. Heißt das, dass der Kannibale weg ist? Dann nehme ich auch gerne diese neblige Draußenlandschaft wieder in Kauf. Oh nein, ich hasse es. Meint ihr, da kommt der Fette wieder? Ich habe so das Gefühl. Das ist so ein bisschen sein Metier hier, dieser Gefängnisblock und der Nebel draußen. Oh Gott, nein. Oder der Wallrider. Ja. Man sieht noch weniger als im ersten Teil. Good job, Entwicklerteam. Good job. Habt ihr gut gemacht. Hör ich was? Ich hab kurz gedacht, ich höre jemanden laufen. Scheint nicht so zu sein. Fuck. Okay, immer an der Hauswand bleiben. Wo sind wir hier? Können wir irgendwo hier irgendwas mitmachen mit dem Holz? Nee, ne? Aha. Oh, das ist schon mal die falsche Tür. Das ist schon mal. Ich höre hier was. Hier läuft jemand. For sure. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was macht denn hier ein Doktor hier draußen? Okay, da scheint die Tür zu sein. Hätte ich vielleicht gleich einfach mal rechts rumlaufen sollen, anstatt links.
Blutige Fußabdrücke, auch immer gut. Ich laufe auf jeden Fall nicht den Hauptweg. Ich schlage mich immer so ein bisschen ins Gebüsch. Einfach, damit mir auf dem Hauptweg keine Leute abfangen können. Oh Gott, ist das retarded hier, ey. Ist ja gar nicht creepy zum Glück, dass man so wenig sieht. Das freut mich. Da habe ich schon wieder Fußspuren gehört. Also nicht Fußspuren, hier. Ah! Was? Was war das? Fick dich, Spiel. Ich habe nicht mal gesehen, was mich gejumpscared hat. Ich habe nur den Sound gehört. Was war denn das? Hat uns einer von hinten umgeballert oder was? Vermute ich jetzt einfach mal. Warum ist denn das hier alles so neblig, Mann? Könnten wir uns nicht einen schöneren Tag hier für diesen Ausflug... Ne, wir sind ja gar kein, wir sind ja gar nicht mehr der Reporter. Hätte das hier nicht an einem schöneren Tag passieren können? Oh, wow. Point of no return. Hallo? Hä? Okay. Irgendwie haben wir uns durchgeglitscht. Hat irgendwie nicht so smooth funktioniert, wie das sein sollte, glaube ich. Bin ich extra nicht auf den Weg gelaufen, um Jumpscares zu umgehen, ja? Dann werde ich trotzdem gejumpscared. Da ist auf jeden Fall jemand jetzt. Diesmal habe ich es mir nicht eingebildet. Fuck, hier ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob der hinter mir her war oder ob der einfach nur weggerannt ist. Aber ich glaube, der hat den Knüppel in der Hand. Oh Leute, hier sind wir, oder? Hier waren wir doch schon mal. Waren wir ja nicht mit Miles, tatsächlich? Also, glaube ich zumindest. Oh, da kommen wir hoch. Also der Typ da unten, ich weiß, ich glaube, der wollte uns nicht jagen. Der hätte uns easy gesehen. Oh, warte mal. Sag mir nicht, ich bin hier. Ne, hier bin ich richtig. Prison Block. Ich mach mal hinter mir zu, trotz alledem. Damit er uns nicht verfolgt. Alter, wir haben Barfuß? Ah ja, wir sind ja am Patienten, ne? Also recht. Bin ich hier irgendwie hoch? Ne. Gott. Oh. Basketball, ja, schön. Er spielt allein und verliert. Das ist das Spiel. Es gibt mathematische Beweise, dass wenn du 1 und so weiter für die Unendlichkeit addierst, du eine Antwort bekommen wirst. Wenn du aber kurz vor der Unendlichkeit aufhörst, dann hast du eine unbeschreiblich große Zahl. Wenn du bis zur Unendlichkeit weitergehst, dann kommst du bei minus 1/12 raus. Negativ 0,8333 wiederholt. Ich verliere den Verstand. Ja. Ja, das kann man genauso sagen. Der erste Satz ist allerdings geil. Ich erinnere mich an die Fahrt hierher. 400 Meilen an einem Mietlaster. Der Job, der gerade rechtzeitig erscheint, um unsere Rechnung zu zahlen. Unsere Schulden, die Versicherung. Die Jungs schliefen hinten. Nichts als AM Radio. Gospel, Country Western, paranoides Spätabendprogramm. Wir sangen Patsy Klein Lieder und lachten über die Verschwörungstheorien, über Aliens und Geister. Die Kilometersteine rauschen im Scheinwerferlicht vorbei. Ich will hier nicht sterben. Nee, wir haben noch so viel zu erleben in unserem Leben, Mann. Aber chill dein Leben. Ich weiß nicht mehr, wie wir heißen. Wir sind nicht Miles, das weiß ich. Komm, werf nochmal. Kriegst du es diesmal hin? Der wirft mit dem Kopf, oder? Habe ich schon richtig gesehen, ne? Nicht mit dem Basketball. Junge, was ist denn mit dir? Jetzt werf doch mal. Okay, ja, er ist zu schüchtern, glaube ich. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Da kann ich nicht rein. Warte mal, der kommt gar nicht. Jetzt hat er wieder geworfen. Hä, was war denn das jetzt für eine Sequenz? Hatte der auf einmal keinen Bock mehr oder was? Scheint so. Kann ich da hoch irgendwie? Ah, hier kann ich weiter. Okay, der wollte hier durch, hat's aber nicht hingekriegt. Ach nö, jetzt bin ich doch bei dem, oder? Nee, hier ist ein Schuppen. Schön. Schön hier. Kleiner Schuppen zum Verkriechen. Wenn alles zu viel... Oh nein, heißt das, ich muss da rein? Nö. Oder gibt es hier einen Weg, den ich sehe? Hätte die Tür aufbrechen sollen, aber ich bin aus Versehen weggerannt? Nee, kann doch nicht, oder? Hier ist nichts. Außer ein piependes Telefon. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Bin ich hier einfach in einer Sackgasse gelaufen? Das kann doch nicht. Man sieht halt auch nichts. Okay, jetzt das sehe ich gerade seltsam. Hier kann ich nicht rein, oder? Nee.
Hier ist nur der Typ, der gegen sich selbst spielt und verliert. Hä? Und hier komme ich doch her. Ist das hier tatsächlich einfach nur eine Sackgasse? Okay, interessant. Oh nö, hier war der Typ rumgelaufen. Der läuft ja auch immer noch rum. Ich hoffe, der ist nicht... Ah, der hat die Tür aufgemacht. Okay, cool. Das war tatsächlich nur eine Sackgasse da hinten. Die Frage ist, warum? Damit man den Basketballtypen sieht, oder... Oder wie darf ich das verstehen? Oder damit man diese Notiz kriegt? Oh, hi. Kannst du mal aufhören, hier die Türen zu blockieren mit deinem toten Körper? Hier ist die Tür aus den Angeln gehoben. Kein gutes Zeichen. Das sieht immer so ein bisschen nach Mr. Fetty aus. Gott, ich hasse draußen so sehr, ne? Da kann man wieder hoch. Okay. Sieht da nicht schlecht aus. Das heißt, hier ist bestimmt noch eine Batterie, oder? Obwohl, hier geht das unendlich weiter. Ne, geht's nicht. Hier ist halt gar nichts. Doch, hier. Komm, gib mir. Gib mir bitte jetzt. Hier hättet ihr doch schöne Batterie platzieren können. Leute. Chance vertan. Okay. Der hier vielleicht? Warum haben die alle keine Batterien in diesem DLC? Das fuckt mich ab. Ich brauche welche. Okay. Nicht den Sprung versauen. Ah, oh lol. Ich habe den Jumpscare verpasst. Sorry. Sorry, Dude. Ich weiß, du hast dich sehr angestrengt, aber ich habe gerade nach unten geguckt. Hoppala. Glück gehabt, würde ich sagen. Okay, da müssen wir drunter durchkriechen. Ja, da in die bodenlose Schwärze will ich nicht fallen. Und vielmehr in den bodenlosen Nebel. So, was sind wir denn jetzt hier? Wir sind irgendwo draußen. Okay, da ist nicht gut. Hier ist auch nicht gut. Ah, hier, okay. Einfach wieder hoch. Oder? Oder auch nicht. Soll ich hier einfach runter? Kann ich nicht, okay. Aber an sich ist das doch schon richtig hier, oder? Oder ich muss in die andere Richtung. Ja, Junge, hört's immer auf, da oben ran zu drütteln, du Spast. Nee, hier lang muss ich auf keinen Fall. Da gibt's nichts zu rütteln da oben. Okay, dieses DLC verwirrt mich mit seinen Wegen. Warum kann ich denn da nicht hoch? Ich bin da direkt runter. Ist das ein Bug oder ist das... Bin ich einfach dumm? Kann ich hier noch weiter crouchen? Nee, hier ist doch eindeutig auch Ende. Hier kann ich nicht durch, nicht runter. Aber hier komme ich auch nicht weiter. Ist das hier auch eine Sackgasse? Oh Leute, jetzt auf einmal komme ich da hoch, oder was? Wo sind wir denn jetzt hier? Ist das richtig? Nee, oder? Das sieht gar nicht gut aus. Oh, hier ist eine Batterie. Okay, es ist zumindest intended, dass man hier hinkommen kann. Jetzt hier drüber? What the fuck, Spiel? Verwirr mich nicht so hart. Oh. Okay. Aha. Sieht gut aus. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade hingehen. Ich glaube, wir müssen einfach zurück, weil ich runtergefallen bin. Kann das sein? Gott, ist das dunkel. Mann, der Typ da oben. Aber solange der da ist, ist eigentlich alles safe. Tippe ich einfach jetzt mal. Wo sind wir denn jetzt hier? Och nein, nicht wieder in der Kanalisation. Wieso ist es neben dich in der Kanalisation, Mann? Das macht keinen Sinn. Okay, wir können hier hoch zumindest. Müssen doch nicht in die Kanalisation. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wer schreit da so komisch? Das gefällt mir schon mal gar nicht. Können wir mal aus diesem Nebelkack hier raus? Oh Gott, man sieht ja gar nichts mit Night Vision. Oh nein. Oh nein. Fickt euch. Ihr seid gute Jungs. Ey, ich bin der nicht der Priester-Typ mehr, aber ich war's mal. Warte mal. Die machen sich jetzt auf, mich zu killen. Okay. Tolle Sache. Wir sind im Nebel. Wir haben die als Gegner, die man null hört, die zu zweit sind. Mit auch die schlimmsten Gegner. Ich hätte lieber den fetten. Oh. Ich vermute mal, da hat der Typ, der die Gewichte gehalten hat, einfach mal aufgehört, die Gewichte zu halten. Ich sollte mich hier nicht so lange aufhalten, wegen den beiden. Wegen den beiden Penis Brothers. Muss immer an die Ehrlich Brothers denken, wenn ich das sage, ne? Aber besserer Spitzname gibt's für die, glaube ich, nicht. Warte mal, was? Jungs? Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Nicht bewegen. Okay, sobald ich wahrscheinlich durch diese Tür gehe. Ja, was soll ich denn jetzt machen?
Die wollen mich killen, das haben die eben noch selbst gesagt. Das sind keine Guten, das war ein Witz von mir. Wie asozial ist das denn gemacht? Ey, Jungs. Okay. Geben die mir eine Chance oder was machen die gerade? Oh oh. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Lol. Hey, die kommen aber nicht nach, oder? Oder habe ich die. Ah! Oh Gott. Ja, hier ist ein Kopf hingeflogen. Hi. Okay, die kommen nach. Die kommen nach, die kommen nach. Was, Spoils, Junge? Du bist ein Spoils. Lasst mich in Ruhe. Hört auf, mich zu bomben. Was will der jetzt von mir? Macht der. Die kommen, die. Alter, der hat mich geschlagen, der Typ. Ja, ich verpiss mich doch schon. Ist doch okay, ist doch okay, ist okay. Raus. Okay, alles easy. Oh Gott, die Typen verfolgen mich jetzt. Das ist, kann ja nur gut werden. Aber gut, dass die übelst langsam sind. Die rennen irgendwie nie, habe ich das Gefühl. Okay. Wir sind hier oben. Irgendwo, er hat gespeichert. Da habe ich ein Dokument gesehen. Das hole ich mir natürlich zuerst. Ich meine, das hole ich mir natürlich später, wenn ich da reinkomme. Okay, ich hole mir das jetzt doch. Hab mich nochmal umentschieden. Oh, kurze Pause. Aber das war ja komisch mit den Typen. Waren die, die wollten mich irgendwie nicht so wirklich hart verfolgen. Die haben sich so ganz entspannt auf den Weg gemacht. Also. Jay Billings zu K. Wiegal über den Patienten Samuel. Kurt, wir haben wieder einen. Und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von akuter psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachmann ganz hinten im Verwaltungsblock ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, Wernickes Märchen zu sehen. Er war nie dem Antrieb ausgesetzt, ist nie unterhalb des ersten Stocks in diesem Gebäude gewesen. Es wäre schon ein unglaublicher Bruch von Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in Hörreichweite eines angestellten Wachmannes über Wallrider unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er allein über eine solch obskure und mystische Geschichte gestolpert ist. Es ähnelt zu sehr dem Fall von Dr. Samuel und den anderen vor ihm. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesundes medizinisches Personal unter dem Bann der Wahnvorstellung ihres Patienten fallen, aber es ist etwas anderes, wenn diese Überzeugungen, ich weiß auch nicht, über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlich miteinander sprechen. Billings. Okay. Hört sich nicht gut an, aber ja, wir wissen, dass hier alle Leute irgendwie mittlerweile dem Wallrider-Kult anheimgefallen sind, wenn man so will. Was reden die denn da alle? Man versteht sie nicht. Ich glaube, er hat Slut gesagt. Was sagt er denn? Ich verstehe es nicht. Warum sind hier so 1000 Gänge, in denen nichts passiert? Warum? Hi, 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 hi. Okay, heißt das, er wird verfolgt? Werden die gerade von den Penis Brothers kaputt gemacht, die Basketballspieler? Das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich habe. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie die sind in diesen engen Gängen. Da hätte man ja nur Chancen, irgendwas zu machen. Ich hasse es immer, wenn er sich so wegdreht von einem. Da geht's anscheinend hoch. Da werden wir hin müssen. Hier gibt es hoffentlich eine Batterie. Nein. Okay, aber immerhin braucht man hier draußen die Night Vision nicht. Die ist sogar relativ... Du kannst dich nicht verstecken. Wer hat das gesagt? Die ist sogar relativ hinderlich, wenn man ehrlich ist. Wer hat mich denn da jetzt gerade bedroht? Ich habe den gar nicht gesehen, den Typen. Wir sind cool, ne? Billy understood. They've always. Er hat sich einen guten Spot ausgesucht. Er sieht zumindest alle, die kommen und kann die dann theoretisch so von der Leiter kicken. Aber hat er bei uns zum Glück nicht gemacht. Ich meine, den Typen, also den Satz habe ich schon mal gehört, oder? Ist das nicht der, der ist ja auch im Hauptspiel irgendwo am Sitzen und chillt sein Leben, habe ich das Gefühl. Na ja, gut, da waren wir, ne, waren wir nicht drin. Ah ne, hier waren wir nicht drin. Jetzt waren wir hier drin. Ich habe den Wallrider verpasst, aber ich bin mir sicher, er war da. Warum? Oh Gott, hier geht's wieder in das Sanatorium rein. Eigentlich hat es mir draußen doch ganz gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich... Alter, was passiert da gerade? Ich glaube, der Wallrider macht die so dezent fertig. Dann wollen wir mal. Was passiert da in dem Raum? Will ich das wissen?
Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert. Der wird, glaube ich, weggekickt oder so. Sieht nicht so gesund aus. So, wollen wir den Alarm? Nö. Ah, ah, okay, wollen wir den Alarm? Okay, die hat nur einmal gedingst. Mieser Jumpscare, ja, Säcke, ey. Ich möchte da trotzdem nicht durch, ehrlich gesagt. Nee, du pochst jetzt nochmal, okay, die pocht nicht nochmal. Die Mucke verheißt dir aber gerade nichts Gutes. Die Türen pochen hier überall. Kein Wallrider, oder? Ich gehe mal durch die. Oh, ich gehe nicht durch die. Ah, der ist da drin. Ja, Walker ist ein guter Typ. Hier ist ja komplett dunkel drin, Alter. Okay, machen wir erstmal zu hier. Also momentan ist hier keine Wallrider-Action am Abgehen, glaube ich. Also sieht es nicht danach aus. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh, das Funkgerät. Oder ist das ein Funkgerät? Ja, sieht so aus. Einfach, pass mal auf. Damit wir noch Zeit haben, uns zu verstecken, gibt es hier einen Spind? Hier gibt es keinen Spind, scheiße. Hier kann ich aber durch, okay. Passt. Komm, bitte erreich jemanden. Bitte komm durch. Au. Wer ist er denn? Ach doch, das ist... Das ist der Typ, der uns, das ist der Assi, der uns ausgeliefert hat. Oh, Alter, der hat aber voll in die Fresse gekriegt. Oh, nö. Warum hat denn der das Funkgerät zerstört, der Assi? Ach, Junge. Oh, nein. Das klingt nach dem Fetti. Lol, was macht er? Haut er ab oder stürzt er sich in den Kampf mit dem Fetten? Wäre jetzt nicht so die beste Idee, ehrlich. Hier kann ich nicht durch! Aber... Hä, wie hat denn der die Tür eingetreten, ohne da zu sein? Oh nein, das ist nicht gut. Hier gibt's keinen Spind, hier gibt's keinen Spind. Ich hab Panik. Ich hätte mich hinter dem... Dem verstecken sollen. Wo ist er? Ja, der Fette ist noch am Leben. Also, logischerweise. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wann diese Ereignisse spielen, aber es müsste ja relativ zeitnah mit dem Reporter sein, der kommt. Okay, okay, okay. Aber wir hätten ja die Tür eingetreten, ohne überhaupt anwesend gewesen zu sein. Hat er irgendwie... Okay, haut ab, haut ab. Wieso bin ich so nah reingezoomt, ich Vollidiot? Du Assi, da will ich... Ich will doch auch dahin. Man hört ihn halt noch, ne? Aber... Es gibt halt auch keine andere Abzweigung. Oh, nicht so laut, nicht so laut. Wo ist der denn? Der Fatty McFatface. Da drinnen, glaube ich, ne? Ich lade schnell mal nach. Ist egal, ob das ein bisschen Verschwendung ist. Noch haben wir ein paar... Wo ist der Typ? Also ich höre ihn noch, aber der Fette ist halt gruselig des Todes. Okay, ich bin hier falsch, glaube ich. Die Frage ist, wo er durchgeht. Geht er durch die Mitte? Er geht durch die Mitte! Fuck, 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 ich dachte, er geht außenrum. Nein, 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 da ist was zum Durchquetschen. Okay, das ist gut. Komm, weh, du schnappst mich. Oh, okay. Oh, 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 oh. Ja. Evacuation ist gut. Alter, warum leckt das jetzt hier gerade so? Oh, oh Gott. Mich hat gerade das neue Ziel erschrocken. In ihren Räumen bleiben? Ja, fick dich, Alter. In meinen Räumen werde ich von Chris Walker zerfickt. Down the drain. Lol, ich weiß, wo wir sind. Ja. Bekehre mich, lass mich zu einem Jünger des Wallriders werden. Ich möchte immun sein vor dem. Zumindest für jetzt. Okay, wir wissen jetzt, wer das hier dran geschrieben hat. Das war anscheinend nicht der komische Typ damals. Ich erinnere mich noch, der stand hier vor und ist immer so, down the drain, down the drain, down the drain.
sondern es war einfach der Pfarrer himself. So, warte mal, wir haben hier noch was gekriegt. Runter, runter, runter. Jemand, der so sehr wie ein Priester aussieht, wie dieser Ort einem Irrenhaus ähnelt. Hä? Also sehr, oder nicht? Das ist okay. Schreibt Anweisungen an die Wand. Redet über Gott. Sagt mir, ich solle keine Angst haben. Nö, hab ich auch gar nicht. Wie konnte ich nur je bei diesem beschissenen, inhumanen, giergetriebenen Moralgenozid mitmachen? Die Monster, die Murkoff erschafft, der Umfang, mit dem ihre Stiefel leckenden Geschäftswürmer es verteidigen, ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa. Aber sollte ein engstirniger Gott mitmischen wollen, dann soll er Jeremy Blair töten. Wer ist denn Jeremy Blair? Bevor ich sterbe. Vernunft und Habgier. Es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät, keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen. Nur entkommen. Woher wusste er eigentlich die Funkfrequenz vom Notruf? Ich wüsste nicht, wie ich einen Notruf anfunke. Geht das überhaupt noch heutzutage? Damals sind wir von da gekommen, aber wir sind auch down the drain gegangen. Das weiß ich noch. Oh, und hier erinnere ich mich auch noch dran. Das ist cool, so ein kleines Backtracking. Das ist echt cool. Oh, haben wir das damals auch finden können? Das weiß ich nicht. Alter, unser Schatten. Wir sind gerade der Fette. Von Jeremy Blair an R. Traeger. Scheinschwangerschaften und echter Profit. Rick. Ah, Rick Traeger, okay. Das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen von Project Wallrider mal angeschaut. Und mir ist etwas Interessantes aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem reinteragiert. Klingt für mich alles nach böhmischen Dörfern. Was? Es war häufig tödlich als nicht tödlich. Wow. Und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelt, war die ganze Sache schwer unter den Teppich zu kehren. Aber die Aktivität des morphogenetischen Antriebs im Markt dieser Damen war jenseits von Gut und Böse. Und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung von PPM, ich auch nicht, aber ich kann Tabellen lesen und die Profitberechnung von Project Wallrider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stellt sich mir eine Frage. Warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig, Jör. Okay, der Jeremy Blair ist anscheinend echt ein richtiger Spasti. Anscheinend, dass er könnte halt auch einfach sagen, oh scheiße, Frauen haben da anscheinend noch mehr drunter zu leiden als Männer, das machen wir nicht, aber er denkt sich genau andersrum. Mit denen können wir noch mehr Profit machen. Junge, hört auf mich anzupöbeln, ihr komischen Leute in euren Gefängnissen da. Damals mussten wir hier durch, das weiß ich noch. Also, oder? Meine ich zumindest. Und da war so ein kranker Typ, der wollte, dass man ruhig ist, das weiß ich auch noch. Ich bin nicht one of them. Hört auf, immer die Türen vor mir zuzumachen, ihr Spastis. Oder hat er gar nicht mich gemeint? Okay, damals war auch hier so ein Guard-Typ zermatscht in dem Abteil am Liegen. Jetzt sich einiges verändert, seitdem ich hier im Hauptspiel war. Ist er jetzt hier drin? Nee, alles easy. Der Psycho ist noch nicht angekommen anscheinend. Aber hier eine Batterie ist angekommen. Nice. Noise, noise, noise. Aufrichtig, Jör, ey. Wer so unterschreibt, der hat euch den Tod verdient. Ich bin auch dafür, dass Jeremy Blair abkratzt. Oh Gott, was wäre jetzt hier? Hier ging es letztes Mal nicht durch. Inactive, ja toll. Ich merke mir schon mal den Weg bis hier, weil wir hier bestimmt wieder zurück. Fatty out of nowhere. Ich habe mich gar nicht erst umgedreht, weil. Wofür? Okay, das sollte ihn downslowen. Ich kann nicht mehr Deutsch reden. Was heißt denn downslowen? Verlangsamt, so. Okay, einfach geradeaus. Geradeaus rennen, das können wir. Das ist okay. Und hier raus, hier raus, hier raus. Wieso sind da immer so komische Ladezeiten zwischen? Na egal. Wir haben den Fatty abgeschüttelt, der ging ja sogar noch. Toll, dafür sind wir wieder draußen. Aber der Nebel hat so ein bisschen nachgelassen, was ich gut finde. Feierbar. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir jetzt hier draußen, ne? Oh, da können wir direkt wieder rein. Na dann. Können wir. Doch, können wir. Aber es ist nur ein Gartenhaus, toll. Aber immer ein Dokument. Ist der noch im Leben? Der ist noch. Oh. Hi. Ich dachte, du wärst tot. Sorry, ich nehme trotzdem mal dein Dokument. Bitte nicht böse werden. Danke. Über den Knien unter dem Nabel. Auf Glaskins Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen. Also baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Finde ja schon mal dezent fragwürdig, das Gedicht hier. Über den Knie. Achso, das ist immer das gleiche. Okay.
Also baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen. Okay, ich hoffe, da ist nicht das mit gemeint, was ich denke, dass damit gemeint ist, aber gut. Zum Hineinstoßen brauchen wir alle was. Chill dein Leben, Alter. Ich will doch hier gar nicht raus. Kann ich überhaupt gar nicht mehr raus? Doch, kann ich. Scheiß auf die lass die Tür zu. Aber wer war das, ist die Frage. Und ist er noch da? Oder ist er einfach schnell weggerannt? Gibt es hier noch was? Nö. Das ist sowas von angenehmer, ohne diesen scheiß Nebel, ne? Wer. Ja, Whispers, genau. Wer whispert denn da? Warum ist es jetzt gerade so laut hier durch den Wind? Also draußen ist echt unchillig, ne? Das haben sie richtig gut hingekriegt. Ich fühle mich etwas unwohl, um es dezent auszudrücken. Wer redet denn hier? Ich sehe den nicht. Und das macht mir ein bisschen Angst. Weil ich nicht weiß, ob er gut ist. Kann ich hier irgendwo durch? Hm. Hä? Okay, anscheinend nicht. Fuck, meine Batterien drainen so hart, ne? Kann ich hier irgendwo durch? Ah, die Tür ist auf, okay. Hallo? 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 Okay, danke. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen. Darum baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Macht Sinn, oder? Kann ich hier durch? LOL! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was soll ich hier? Ah, zum Verstecken, oder was? Nee, hier muss ich lang, okay. Kann ich noch irgendwo da geradeaus weiter? Auch möglich, aber nichts Rewardendes. Immer noch mit 4 Batterien, das ist ja schon noch ein bisschen was, aber wir haben eine da vergessen, wo mich der Psycho Kannibale gejagt hat. Einfach weil ich zu viel Schiss hatte, um nochmal in den Raum zu gehen. Ah, okay. Jetzt sind wir hier. Hier, wo der Typ gewispert hat, leider. Was ist das? Blitze. Warum zu fix sind da Blitze? I need help, schreit einer. Ja, geil. Richtig gute Voraussetzung hier gerade für mich. Ah, jetzt ist die Tür auf einmal auf, oder was? Ja, fuck you, Game. Warte mal, das heißt, hier ist einer, theoretisch. Müsste es heißen. Ich gehe erstmal hier rein. Ich nehme nämlich an, dass das eine Sackgasse ist, weil man jetzt bestimmt noch nicht wieder reinkommt. So gnädig ist das Spiel nicht. Warum sind hier überall Türen und hier ist nichts? Ich meine, das ist cool. Das ist an sich eine gute Sache. Weil das so ein bisschen, wie heißt das? Die Vorstellung von einer offeneren Welt schafft, sag ich mal. Oh, das ist kurz. Töte uns. Brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns. Töte uns. Ja. Ein paar Leute haben in der kurzen Zeit, in der dieser Outbreak ist, noch mehr den Verstand verloren als ich. Warum war da gerade wieder dieser Musikton? Dieses Nerd. Hier durch? High Voltage. Ich nehme an, das sollten wir nicht unbedingt anpacken, oder? Das sieht so aus, als ob es aufgeht, wenn die High Voltage nicht mehr drauf ist. Müssen wir wieder zurück? Ne, hier geht's auch noch weiter. Aber auch nicht so wirklich, ne? Also die Tür ist ja jetzt auf. Ich weiß nicht, ob das der Plan ist. Ob wir jetzt irgendwo die High Voltage abstellen müssen, oder... Ne, warte mal, hier waren wir noch gar nicht. Oh, okay, das ist gar nicht zurück. Ach, die Tür ist trotzdem noch zu, okay. Bitte sei nicht lebendig. Danke, Herr Wachmann. Ich werde Sie in Ehren halten, in meinen Gedanken und Gebeten. Okay, hier müssen wir anscheinend lang. Hier waren wir also doch noch nicht. Das Spiel hat es nur wieder geschafft, mich zu verwirren, erfolgreich. Obwohl, hier im Keller waren wir eben schon. Aber nicht in dem anscheinend. Keine Ahnung, ist alles so verwirrend hier. Hier ist komischer Sound. Warum ist hier so komischer Sound? Was sollen diese Sounds, Leute? Was macht der denn hier? YouTube, please don't strike this. Please. Boah, Junge, der ist aber ja komplett krank. Der hat ja alles, was man haben kann. an sexuellen, naja, Perversionen, sagen wir es mal so. Ich nehme an. Okay. Okay. Damit dürfte der Elektrozaun aus sein. Ich habe noch ein Archiv.
Ich bin hier, hallo. Alter, kannst du aufhören, jetzt zu wichsen, Junge? Das ist nicht geil. Wo ist denn hier eigentlich lang? Okay. Überall und nirgend. Wer jammert denn hier immer so? Die Toten können es nicht sein, die mit dem anderen in einem Raum sind. Das Spiel ist echt krank, ne? Holt er sich da einen auf Leichen runter und sagt dabei, komm zu Papa. Also ich will gar nicht wissen, was der, weswegen der hier eingeliefert wurde oder eingewiesen wurde. Das ist aber hier gerade echt zu friedlich, diese Scheiß draußen. Chillen, chillen, millen. Finde ich nicht gut. Oh. Ist das der Priester oder wer ist hier? Oder Joker am Start, der von Batman? Brennende Lichter. Der Strom ist noch da, Elektrizität. Ich muss nachdenken, Lisa. Ich dachte, der Strom sei ein Beweis dafür, dass irgendwas Normales, irgendeine menschliche Kraft noch einen Teil von Mount Massive kontrolliert. Aber nichts Menschliches und Zurechnungsfähiges kann hier irgendetwas tun, außer zu überleben. Und selbst das hält meistens nicht lange. Ja. Du warst immer die Vernünftige, Lisa. Du würdest mir sagen, ich soll mich beruhigen und mir einen Überblick verschaffen. Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen... Ups, sorry. Wahnsinn und Unmenschlichkeit beherrschen diesen Ort. Was auch immer am Strom, den Strom am Laufen hält, versucht mich hier gefangen zu halten. Ich muss ihn wieder ausschalten? Fragezeichen. Oh, wow. Also, das Tor ist wieder an, oder was? Ja, das Tor ist wieder an. Der Strom ist wieder an. Und jetzt wird alles furchtbar schief gehen, wenn wir nochmal dahin zurückkommen. Nicht wahr, Leute? Na, wer verfolgt mich? Die Fetten, der Fette, die Penis Brothers oder der Kannibale nochmal? Ich hoffe ja mal, keiner von beiden. Ich höre immer so Schritte irgendwie in meinem Ohr. Ich weiß nicht. Oder es ist Paranoia mittlerweile. Oh. Oh, er ist weg. Na geil. Dann machen wir nochmal aus. Ah, oh Gott, was zum Fick? Wo kommt der denn her? Okay, ja, irgendwie sowas musste ja passieren, aber dass die direkt hinter mir steht, damit habe ich nicht gerechnet. Hat man vielleicht gehört. Ach du Scheiße. Ja. Ist er hinter mir? Ich glaube, er ist übelst langsam, oder? Ich höre ihn nicht mehr hinter mir. Oh, keine Ahnung. Scheiß drauf, nicht umgucken. Ich bin ein Idiot. Jetzt muss ich noch das richtige Tor finden. Aber das müsste doch das hier sein. Ja. Ja, ja, ja. Lauf, lauf, lauf. High Voltage, scheiß drauf. Wo muss ich hin? Er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Er ist nicht mehr hinter mir. Vielleicht. Mit ein bisschen Glück. Puh, das war ein mieser Jumpscare. Das haben sie gut gemacht. Ich frag mich. Was ist das? Das waren Wallrider-Sounds, aber hier ist kein Wallrider. Ich frag mich, was passiert, wenn man auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spielt und dann diesen Jumpscare kriegt und wenn man wird ja safe von dem geschlagen. Überlebt man das oder stirbt man dann? Das wäre witzig. Wenn man es einfach nicht schaffen kann auf Insane oder wie die Schwierigkeit heißt. Was zum Fick? Was ist der Plan von unserem Typen eigentlich? Jetzt mal ohne Witz, wo sind wir hier gerade? Irgendwo draußen. Oh, immer noch draußen. Okay, ich werde wahrscheinlich darauf jetzt hinauslaufen, dass ich da runter muss. Kann ich überhaupt lang? Ja, kann ich. Hier ist aber halt nichts, ne? Okay. Okay, okay, okay. Geil, Wasser. Wasser sind Horrorspielen immer eine gute Sache, weil in Wasser, man sieht halt nie, was da drunter ist, so, wisst ihr? Okay, das ist eine coole Animation mit den Händen. Guck mal, gut, dass ich die Kamera mal ab und zu weglege. Auch wenn die sehr hilft. Ah, ah, was? Sag mir nicht, hier ist wirklich ein Wassermonster drin. Alter, sowas ist das Schlimmste, weil man sieht halt nicht, was im Wasser lauert. Ist auch so eine Urangst der Menschen, glaube ich. Warum flackert hier alles? Was war denn das hier eben für ein Sound? Das klang echt wie so ein Wassermonster. Und der Strom ist halt auch wieder aus. Okay, da hinten ist glaube ich nichts. Hier ist immerhin hell. Oh Gott, ey. Kann ich hier lang? Oh, da kann ich tatsächlich lang. Das heißt für mich erstmal den anderen Teil des Hofes hier erkunden, weil das wahrscheinlich der richtige Weg ist, oder? Obwohl, der ist so offensichtlich. Ja, hier geht's auch gar nicht. Da wollte erst hier durch, da geht's nicht rein. Kann sein, dass wir da auch schon waren. Ich verliere komplett den Überblick in diesem scheiß draußen Part. Oh, vielleicht hat er eine Batterie für uns. Wow, hier ist eine unsichtbare Wand. Weil da auch so komische Büsche sind.
Bitte lass da keinen rausgebrochen kommen. Ah, oh Gott! Ja, mach dir erstmal Seelenruhe in der Notiz. Ich habe mich so auf die Tür fokussiert und habe gehofft, dass da keiner rauskommt. Haben sie auch wieder gut gemacht, ey. Das sind echt Assis, was die Jumpscares angeht. Es wäre so einfach. Ich glaube nicht mehr daran, die Wahrheit zu offenbaren. Es gibt keine Wahrheit, nur Lügen, die wir zu lange geglaubt haben, anstatt sie zu hinterfragen. Es sind unsere Kinder, Lisa. Ich würde den leichten Ausweg nehmen, wenn wir die Jungs nicht hätten. Ich scheiße auf diesen verdammten Ort. Ich werde alles ausstehen, um hier rauszukommen. Okay, er scheint ein bisschen seiner Courage und seiner geistigen Fähigkeiten wieder zu gewinnen. Was ich generell ganz gut finde. Die sind echt, die Jumpscares sind gerade on point. Es gibt jetzt zum Glück, ich hasse nämlich diese Chase-Sachen, die gibt es gerade zum Glück weniger. Jumpscares sind lustig, sage ich mal. Also da erschreckt man sich halt erst, aber danach ist das halt eigentlich auch ein ganz nices Gefühl. Adrenalin-Rush. Während diese Verfolgungsszenen ist halt einfach nur blanker Horror und blanke Panik für mich. Also die kann ich gar nicht ab. Da nehme ich lieber ein paar Jumpscares in Kauf. Wo zum Fick sind wir jetzt hier eigentlich? Was ist unser Ziel? Das war gerade ein Sound, den ich nicht so geil fand, kurz bevor ich das Menü geöffnet habe. Wir wollen den Verwaltungsblock erreichen, aus irgendeinem Grund. Wallrider? Kein Wallrider. Wieso laufen wir hoch, wenn wir durch den Verwaltungsblock wollen? Das. Wow! Ich dachte kurz, ich hätte den Sprung gefehlt. Das checke ich halt nicht so hundertprozentig, um ehrlich zu sein. Aber gut, unser Typ kennt sich ja wahrscheinlich hier so ein bisschen aus. Also, hey, das Asylum an sich ist schon echt cool, so von der Bauart. Kann ich da hoch? Nee, ne? Nee. Also ist schon nice. Wenn man hier arbeiten würde und alles eine normale Anstalt wäre, sag ich mal, könnte man hier bestimmt gut erkunden. Aber, ja. Es ist ja leider alles so ein bisschen den Bach runtergegangen. Wo zum Fick müssen wir... Ah, okay. Ich sehe schon. Wir sind jetzt auf irgendeinem Turm drauf. Die Frage ist nur, warum? Oh, hübsch. Die Bergkulisse. Ich nehme an, also wenn das ohne Spaß, wenn das eine normale Anstalt gewesen wäre, hätten die Patienten das hier echt ganz nice gehabt. Oh, ist das der Eingang? Nee, das ist einfach irgendein anderer Trakt. Okay, wow. Hier geht's weiter. Der Sprung erscheint mir etwas weit, aber gut. Sieht aus wie Hogwarts so ein bisschen, ne? Von der Ferne. Nein. Nicht wieder die Kamera verlieren. Ich bitte dich. Nicht abstürzen vor allen Dingen. Durchs Dach gebrochen. Das tat weh, würde ich sagen, Kollege. Aber gut. Oh Gott, wehe, der humpelt jetzt den Rest des Spiels. Ich meine, ich weiß nicht, wie lang es noch geht, aber ein bisschen, ein Stündchen bestimmt noch. Ich habe gehört, das soll nicht so mega lang sein, das DLC, aber mal schauen, wie viele Parts haben wir für Outlast gebraucht? 7 oder 8? Okay, hier sind auf jeden Fall Leute. Da gibt es auf jeden Fall ein paar Leute, die Sachen sagen, die ich so nicht unterstützen kann. Wie kommt man denn hier hoch? Hier muss man doch irgendwo hoch, oder? Hier muss man durch. Das ist aber genau die Richtung, aus der die Stimmen kamen. Und man weiß immer nicht, ob die Stimmen so nett sind. Kann man hier schon irgendwas sehen? Ist hier so ein Dachboden hier? What the fuck? Ist das hier ein Familienhaus einfach? Nee, oder? Ist doch alles Asylum hier, oder? Sieht immer so aus wie so ein Dachboden von so einem ganz normalen Haus gerade. Nur ein bisschen vollgerümpelt. Nein. Och nö, ich bin doch der Visitor. Fuck off, ich weiß das doch jetzt schon. We need a goat. Was wollen die von uns? Wer ist Gluskin? Ich verstehe nicht genau, worauf die hinaus wollen.
Genauso wenig wie ich verstehe, wo ich hier hin muss. Was labern die denn da für eine Scheiße? Ich will nicht deren Lamm sein. Kann ich hier durch? Nee. Hä? Oh, das ist tatsächlich richtig. Okay, cool. Das war nicht so einfach zu finden. Ich will nicht näher kommen zu denen, ne? Die sind hier ganz in der Nähe. Die wollen mich an irgendwie... an irgendjemanden ausliefern, habe ich so, glaube ich, verstanden. Als Lamm. Vielleicht an den Priester, aber der Priester hieß, glaube ich, nicht Glaskin, oder? Bin mir nicht sicher, aber... ich glaube nicht, zumindest. Oh, eine Batterie. Das ist sehr nett, Spiel, nachdem ich hier auch eine verballert habe auf diesem scheiß Dachboden. Ich versuche immer die ganze Zeit, die irgendwo zu sehen, die Leute, die da reden. Ist das hier eine Sackgasse? Ich glaube schon. Ja, ja, ich muss da lang. Nee, noch nicht. Wait. Ich muss hier lang. Ah, ja, okay. Hey, cool, da bin ich aus Versehen zur Batterie gelaufen. Was für ein Gift für den Bräutigam, Alter. Ja, wir sollten voll die... Was war das? Was war das? Das gefällt mir nicht. Haben die mich eingesperrt? Nee. Oder? Nee, ist alles... Ich bin noch... Bin ich... Wo bin ich hier? Ich hab jetzt komplett die Orientierung verloren. Ah, okay, hier ist richtig. Aha. Ich muss... Toll! Okay, okay, okay. Ich habe überhaupt keinen Bock auf diesem Dachboden zu sein gerade, ne? Ach, okay, ja gut, okay, das macht es natürlich einfacher, dass der gar nicht mehr lebendig ist, der Typ. Ich habe den gerade gesehen und dachte mir, wow. Wieder drin. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer hineingerate, je mehr ich versuche rauszukommen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Und genauso ist auch unserem Reporterfreund passiert. Das hat dieses Asylum so an sich. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmord scheint eine weise Entscheidung zu sein. Hm. Ja? Kann ich verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Leute, die sich hier aufhängen... kann ich voll und ganz verstehen. Bei dem komischen... Gesocks, was hier ist. Den Mann da unten. Mhm. Ja, 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 okay, habe ich verstanden. Also der Typ hier, der unter denen wohnt, der Untermieter quasi, ist jetzt nicht so ein netter Typ. Warum ist hier keine Batterie? Okay, die wollen uns anscheinend tatsächlich dann ausliefern und der unter denen scheint sie also irgendwie momentan in Ruhe zu lassen, wenn sie ihm Leute ausliefern. Für... LOL! Wieso kill him? Wie auf einer Schießbude? Halt dein Maul, Junge. This idiot wants to die. Der eine hat eine richtig geile Stimme von denen. Okay, drei Gegner ist auch mal tatsächlich was Neues. Mit zwei haben wir es ja schon ab und zu mal aufgenommen, mit den beiden... Ne, ihr wisst schon, mit den beiden Brüdern. Die uns irgendwie diesmal aber nicht verfolgt haben, weil sie nett waren. Aber mit dreien wird auf jeden Fall mal was Neues. Und wahrscheinlich kommt dann irgendwann... Hier werde ich wahrscheinlich nicht durch müssen, jo. Wahrscheinlich kommt dann irgendwann auch der böse Mann von unten hinzu. Der uns ganz schön hart abfacken wird. Okay. Auf in den Spaß. Wir sind jetzt nämlich genau da, wo eben der eine zumindest schon mal war. Oder? Ne, wir sind immer noch in der Wand. Glück gehabt. This idiot wants to die. Kommen wir durch? Ne, ist ja doch ein bisschen zu schmal für unseren natürlich muskulösen Techniker-IT-Buddy. Was ist das hier für ein komisches Gebäude, Mann? Ich check das nicht. Man kann hier echt einfach durch die Wand gehen. Oh. Ellie? Was für ein Leak, Junge. Heul doch. Ja. Ich weiß, dass ihr hier eine Intruder habt, aber... wo sind die denn? Das sind mindestens drei Leute. Die alle irgendwie retarded sind. A possum teddy. Okay, der eine scheint auf jeden Fall der Vater oder der Opa zu sein oder so. Von denen.
Ja, interessant, man erfährt hier eine Menge über die Leute, aber ich weiß halt nicht, zu welchem Zeitpunkt die ankommen und auf einmal durch die Wand greifen oder sowas und mich hart abfacken. Warum ist das hier so komplett blau? Was ist denn das? War schon hier falsch. Oh oh. Ich habe immer das Gefühl, ich komme direkt zu denen. Aber hinter jeder Wand, die man durchquert, ist irgendwie noch eine Wand. Keine Ahnung, sehr seltsam hier. Ist er hier? Oh, hier ist immerhin hell. Und zwar, oh, nicht so hell auch wieder nicht. Wow, und da kann ich nicht hin. Ah, okay, ich muss da wahrscheinlich drüber einfach, ne? Jo. Ich soll den nachladen. Obwohl, hier ist doch, doch, wahrscheinlich kann ich dann da hoch. Soll den nachladen, die Sachtvision ausmachen. Okay, ja. Die verfolgen mich. Aber bis jetzt ist nur ein... Fuck you. Der ist... Oh, der hat ein Messer. Der hat ein Messerchen. Muss hier durch? Tatsächlich! Mach auf, der wird mich stabben. Nee, macht er nicht. Kein Backstab. Shut up. Hä, aber ich check das nicht. Ah! Oh, oh. Ah, hier. Okay. Oder kam ich hierher? Ich kam hierher, glaube ich. Hier ist eine Sackgasse. Läuf ich mich da... You useless fuck. So ist echt so, Junge. Wo ist er? Da ist er, da ist er. Okay, der ist nicht so schwer. Weil der ist richtig retarded. Anscheinend. Da ist eine Sackgasse, habe ich gecheckt. Ich bin mir halt nicht genau sicher, wo ich hin muss. Hi. Fuck, hier ging's... Doch. Ah, hier geht's weiter. Okay, habe ich gar nicht gesehen beim ersten Mal anscheinend. Und jetzt hier hoch. Okay, okay, okay. Ich habe übrigens den kleinen Gefühl, dass wir gar nicht von ganz vielen verfolgt werden, sondern dass der Typ einfach nur ein richtig harter multiple Persönlichkeiten-Boy ist. Ohne Witz. Ah, hier sind wir. Am Anfang waren wir hier. Lass mich in Ruhe. Kommst du, Brad, Mr. Glaskin? Wer ist Glaskin, Alter? Fickt euch. Keine Ahnung, wer Glaskin ist. Hat sich selbst Glaskins Hölle ausgeliefert. Okay, ja, wir sind... Wir sind unten. Downstairs, hä? Okay, ich habe keine Ahnung, wer Glaskin ist oder was er von uns will. Ich habe auch keinen Bock, es rauszufinden, ehrlich gesagt. Aber ich habe ein bisschen Angst. Boah, ich bin so hart am Schwitzen. Es ist halt warm. Und dann auch dieses Spiel. Ich schwitze ja normalerweise schon bei dem Spiel wie sonst was, ne? Angstschweiß. Kalter Angstschweiß. Okay. Das ist das Trailer-Lied. What the shit is happening here? YouTube, please don't strike me. Ich guck mir das mal so aus den Augenwinkeln an. Alter, was ist denn hier falsch? Ich lese mal die Notiz, die er sich gemacht hat. Eine neue Hölle, ja. Das glaube ich auch. Der Körper eines Mannes. Eines Mannes? Verunstaltet und verbogen, um den Moment der Geburt darzustellen oder zu verhöhnen. Das ist etwas, was kein Mensch sehen kann, ohne sich in einer irreparablen Weise zu verändern. Ich wäre bei dir, als unsere beiden Söhne geboren wurden, Lisa. Bis vor kurzem war es das Wunderbarste, was ich je gesehen hatte. Absolut außerhalb aller glaubhaften Überzeugungen und dennoch wurde es irgendwie zum Zentrum dessen, was ich seitdem glaube. Du hast immer gesagt, ich wäre zu wörtlich, hast versucht, alles in ein Wenn-Dann umzuwandeln. In der letzten Zeit habe ich meinen Horizont erweitert. Wie kann es diese Dinge, die ich gesehen habe, geben? Aber ich kenne die Antwort. Geld, Profit. Dinge wurden erschaffen, einfach weil wir sie erschaffen konnten. Aber was zum... Das sieht irgendwie nicht nach einer Geburt aus, sondern eher nach... Naja, gut, egal. Ah ja, das scheint tatsächlich ein Mann zu sein. Dem sie irgendwie die Brust ausgestopft hat. Deswegen hat er auch den Kopf abgeklebt. Ja. Sehr lecker. Der hat dem Kopf in den Bauch... Okay, ja, keine Ahnung. Glaskin scheint anscheinend... Oh cool, hier kommt die Mucke raus. Glaskin scheint anscheinend sowas wie Geburten zu lieben. Finde ich gut. Kann ich ihm nicht verübeln. Ich höre was laufen. Geburten sind ja generell was Gutes, ne? Müssen wir mal ehrlich sagen. Scheiße, Mann, mit dem werden wir noch richtig Spaß haben. Hat er eigentlich gespeichert? Das wäre doch eigentlich
perfekte Moment, um den Part zu beenden. Normalerweise kommen die doch nicht einfach so ohne Vorwarnung. Das wird doch bestimmt wieder ein größerer Zwischenboss sein. Die kriegen doch meistens immer so eine kleine Ankündigung. Ich höre jemanden rennen. Oh, oh Gott! Hi. Okay, er hat gespeichert. Was für mich heißt, I'm out of here. Aber sowas von. Okay. Boah. Da freue ich mich ja schon auf nächste Folge, wenn der komische Typ ankommt und keine Ahnung, was mit uns macht. Aber er scheint gefürchtet zu sein von allen Beteiligten in diesem Missheilung. Was keine gute Ausgangslage für uns ist. Aber ja, puh. Ich bin fertig des Todes. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Mir hat Spaß gemacht. Es war irgendwie weniger so dieses Verfolgen diesmal, was ich auch hasse, wie gesagt. Aber es war schön atmosphärisch und mit Jumpscares versehen. Ich bin froh, dass ich fertig bin. Ich gehe mir jetzt erstmal duschen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.